Leute, heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, mal wieder ein bisschen Real Talk in Sachen Apex Legends zu betreiben. Ich war jetzt nun, das ist bekannt, ein bisschen länger weg von der Bildfläche. Ich habe jetzt fast einen Monat Apex gar nicht gespielt. Und ich habe eine, ich sag mal, gewisse Distanz zu diesem Spiel gewonnen und habe in meiner Abwesenheit das Spiel so gut wie nicht vermisst. Und das ist schon kein gutes Zeichen. Für mich, ich werde natürlich, das möchte ich auch nochmal betonen, Apex wird weiter eine feste Größe auf meinem Kanal bleiben mit News und so weiter und so fort. Ich werde es auch weiter streamen. Ich werde es aber definitiv weniger streamen. Was auch bekannt ist, nachweislich, Apex Legends hat seit Release von Season 19 oder beziehungsweise seit Release des Spiels in 2019 und wir haben jetzt Season 19, meine Fresse, die schlechtesten Spielerzahlen seitdem halt das Spiel released wurde. Und das nachweislich. Und ich finde leider Gottes völlig zu Recht, weil es eine Menge Baustellen gibt. Klar, das Spiel ist jetzt gerade wieder in einem gewissen Hype, auch bei mir, weil das Final Fantasy Event für mich wirklich zugeschnitten als absoluter Final Fantasy Fan und Apex Legends, das sind meine zwei Spiele. Das matcht für mich zu 100%, auch wenn es auf dem Blatt Papier erstmal überhaupt nicht zusammenpasst. Ein Battle Royale, ein Rollenspiel, sei es drum, darum soll es in diesem Video nicht gehen. Es geht um die allgemeine Haltbarkeit von Apex Legends und was ich denke. Und ich bin überzeugt, Season 20 muss abliefern. Und wenn Season 20 nicht abliefert, weil das ist jetzt die einzige Season, in den nächsten 365 Tagen, vier Seasons haben wir dann bis zum sechsten Geburtstag. Wenn in dieser Zeit, jetzt in Season 20, nicht irgendwie der Hype, der wahrscheinlich ausgelöst wird durch die neue Battle Royale Map, wenn der Hype nicht gerechtfertigt ist und nicht dem Hype, ich sage mal, gerecht wird, dann wird Apex Legends eine ganz, ganz schwere Zukunft haben. Jetzt in meiner Abwesenheit haben mich einige angeschrieben, haben gesagt, hier, Apex ist tot, du zockst auch schon eine Weile nicht mehr. Einige haben nicht ganz gecheckt, dass ich gerade einfach out of order war, weil ich krank war sehr lange. Und es ist nicht, weil ich krank war, aber durch diese 3 Wochen Abwesenheit habe ich gemerkt, ey, Apex ist einfach nicht der Mittelpunkt der Welt, auch nicht auf meinem Kanal. Ich werde auf jeden Fall Final Fantasy zocken, das alte und das neue Remake, also den ersten Ableger, den zweiten Ableger, Ende Februar kommt der raus. Das wird jetzt so ein Stück weit mitunter einen großen Teil auf meinem Kanal. Ich werde keine Videos auf YouTube veröffentlichen. Ich werde die Titel streamen und die Streams werden nachträglich ansehbar sein auf meinem Kanal. Die werden dann wie hochgeladen, obwohl ich sie einfach nur auf online drücke, weil ich ja auch auf YouTube und Twitch gleichzeitig streame, werden die Streams gespeichert und man kann die halt nachträglich sehen. Aber ich bin dennoch überzeugt, um jetzt wieder zum eigentlichen Punkt zu kommen, Apex muss abliefern. Und wenn Apex jetzt nicht abliefert in der neuen Season, und ich habe es jetzt gerade wieder gemerkt, ich habe jetzt zum Start von Season 19 heftig gespielt, ein bisschen Rank gezockt und habe im Battle Pass einen gewissen Fortschritt und habe dann von heute auf morgen wochenlang gar nicht gezockt. Das neue Event macht unwahrscheinlich Bock, aber ich finde es eine absolute Schande, dass nach, keine Ahnung, 60 Tage ist das Event jetzt, die neue Season ungefähr alt und Respawn hat es nicht geschafft, diesen Bug zu fixen, dass wenn du im Menü bist und zockst, wirst du wieder zurück, kommst du wieder zurück in die Lobby oder auch wenn du schon startest in die Lobby, sind die ganzen Oberpunkte, Store, Waffen, bla, der ganze Spaß, den du anwählen kannst, ist alles grau. Und dann lädt das ewig deine Währung und den ganzen Spaß. Und du kannst kein Match beginnen, dann musst du das Spiel neu starten, gehst wieder rein, dann geht's vielleicht wieder. Und dann ist Packet Loss nach wie vor ein extrem großes Problem. Die Server sind eine absolute Vollkatastrophe. Spielst du Ranked, matchst du minutenlang, teilweise nicht. Viele von euch haben berichtet von über 10 Minuten in der Warteschlange, um ein Ranked-Match zu finden. Warum findet? Denn ich habe jetzt ein, zwei, 3 Stunden in dem Event verloren. Wenn du das Event startest, du drückst auf Bereit und innerhalb von 5 Sekunden hast du ein Match, es geht sofort los.
Aber in Ranked ist das das komplette Gegenteil. Und warum? Weil das Hidden MMA eine absolute Vollkatastrophe ist, nicht funktioniert und das System wahrscheinlich nicht rafft, wie es dich mit anderen Gegnern matchen soll. Was beweist, dass das Hidden MMA absoluter Schrott ist. Die Server sind Schrott, das allgemeine Matchmaking ist Schrott. Respawn muss endlich verstehen, dass das Matchmaking in Public Matches überhaupt nichts verloren hat. Das Post Malone Event hat gezeigt, wie viel Spaß Public Matches sein können, weil die ganzen Hardcore-Freaks, die ganzen heftigen kranken Spieler in dem Post Malone Event unterwegs waren. Man ging davon aus, viele haben es berichtet, ich habe auch geschrieben, man ging davon aus, dass das Matchmaking klammheimlich entfernt wurde. Und die erste, ich sag mal so, die ersten 7, 8, 9, 10 Tage hatte man wirklich das Gefühl, dass das Matchmaking in den Public Games weg ist, weil du teilweise ohne Probleme 3, 4.000 Damage Badges farmen konntest, 20 Bombs. Wenn die richtigen, das Problem dahinter war, die wenigsten haben das wahrscheinlich geschafft, weil die Map-Rotation einfach eine absolute Katastrophe ist. Broken Moon, Stormpoint, die Maps sind einfach zu groß. Du findest faktisch viel zu wenig Gegner, um das zu realisieren. Machbar, aber eher schwierig. Aber es war definitiv mega, mega fun. Viele haben mir geschrieben auf Instagram und Co., sie hatten den Spaß ihres Lebens seit Jahren in Apex Legends. Das Post Malone Event war vorbei und alles ist wieder dieselbe Katastrophe. Und deswegen bin ich der Meinung, Season 20 muss abliefern. Die neue Battle Royale Map wird einen absoluten Hype auslösen. Viele alte Spieler, die nicht mehr zocken, werden zurückkommen. Wenn dann aber die Map wie Stormpoint oder Broken Moon, optisch schöne Maps, keine Frage, möchte ich nicht kritisieren. Alle paar Wochen kann man die Maps mal spielen, aber dann reicht's auch wieder. Und wenn die neue Battle Royale Map genauso schlecht abliefert wie ihre zwei Vorgänger, dann ist Apex Legends nicht tot, versteht mich nicht falsch, aber dann werden viele lange, lange oder für immer wegbleiben. Ich werde es weiterhin zocken, definitiv deutlich seltener, weil für mich im Mittelpunkt mitunter jetzt das Remake von Final Fantasy steht. Das habe ich jetzt in den letzten Videos mehr oder minder oft genug breit getreten, muss ich nicht weiter erzählen. Ich werde weiterhin meinen Apex-Content machen, natürlich. Das ist natürlich der Mittelpunkt meines Kanals. Ohne Apex würde ich jetzt hier nicht so sitzen. Es macht mir auch weiterhin Freude. Ich schaue auch, dass ich weiterhin vielleicht X-Defined-Stuff mache. Das Spiel ist bis heute nicht draußen. Riesengroße Schande, keine Ahnung. Wir merken auch, dass The Finals mit einem Mega-Hype an den Start gegangen ist und jetzt sind die Spielerzahlen wieder deutlich geringer. Einige sind zu Apex zurückgekehrt oder zu Fortnite, weiß der Geier. Die Zuschauerzahlen haben sich wieder normalisiert und Apex hat auf jeden Fall wieder deutlich mehr Zuschauer als The Finals. Also The Finals ist nicht die Lösung gegen Apex gewesen oder für Apex. Also alles, was jetzt in den nächsten Monaten an Spielen kommt, wird Apex nicht ablösen. Aber wie gesagt, ich bin felsenfest überzeugt, wenn GTA 6 rauskommt, dann hat Respawn mit Apex Legends, auch wenn es kein Battle Royale ist, keine Frage, aber dann hat Apex ein Riesenproblem. Aber ich bin dennoch der Meinung, wenn jetzt im Februar diese Season nicht abliefert, gerade was die Server betrifft, und ich weiß, dass viele meiner Meinung sind, ich brauche nicht ständig eine neue Waffe, keine neue Legende, keine neue Battle Royale Map, das Matchmaking und die Server, das sind die beiden Sachen, die passen müssen. Das Ranked-System, damit steht und fällt alles. Ich spiele Apex gerade eigentlich nur wegen dem Final Fantasy Event, weil es mega bockt. Publix spiele ich in der Regel gar nicht, weil bei Publix geht es für mich um nichts. Deswegen kann ich das immer nicht so richtig ernst nehmen. Wenn ich mit einem festen Squadmate Ranked spiele und dann Squad platt mache oder eine gute Platzierung erreiche, dann fühlt sich das nach etwas an, was man erreicht hat, weil man gegen stärkere oder hoffentlich gleichwertige Gegner spielt. In der Realität sieht es so aus, dass die Gegner immer krasser sind. Meistens Spreadmaster hast du nicht gesehen. Aber wenn du dann mal eine gute Runde hast, fühlt sich das belohnend an. Und das ist in Publix leider überhaupt nicht und der Fall. Und wenn Ranked nicht funktioniert, funktioniert Apex nicht. Und die meisten Hardcore-Gamer wollen Ranked spielen, weil sie genau dieselbe Belohnung in einer Battle Royale-Runde suchen wie ich. Und für mich fühlt sich einfach, wenn ich jemanden wegknalle oder ich einen Win hole, fühlt sich das für mich 20.000 Milliarden Mal belohnender an, als wenn ich Publix eine Runde gewinne, was einfach keinen Wert hat. Es hat vielleicht Bock gemacht, weil das Matchmaking gerade ein bisschen heilig mit uns waren, wir ein paar richtig gute Kills und viel Damage gefarmt haben. Aber in Ranked muss
was passieren. Wenn das Ranked-System nicht endlich vernünftig gefixt wird, auch Cheater, gerade auf dem PC, meckern viele rum, dann ist es halt leider vorbei. Und wir werden sehen, wenn in Season 20 die Battle Royale Map sagt, ach, ich bin der letzte Dreck. Und dann sagen noch mehr von euch, jetzt deinstalliere ich es wirklich und jetzt reicht's. Weil ab Season 20 bis Season 24 passiert dann nicht viel. Dann bekommen wir vielleicht zwei, drei neue Legenden, eine Waffe höchstens neu, aber keine neue Battle Royale Map. Was soll dann in 365 Tagen passieren, dass alle zurückkommen? Es ist nur die Stabilität des Spiels, das Matchmaking, Ranked Cheater. Nur, das ist eigentlich nicht viel. Das Problem herrscht lange vor und auch das Final Fantasy Event zeigt, es ist wieder nur im Mittelpunkt Skins, 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 eine Menge Holzscheffeln. Versteht mich nicht falsch, der Punkt bei dieser Geschichte ist ja, vielen ist, glaube ich, nicht ganz bewusst, dass aus dem ganzen großen Respawn-Team gibt es wahrscheinlich ein, zwei Teams, die kümmern sich nur um solche Skins. Die haben mit dem ganzen Matchmaking-Cheater-Problem, Programmieren überhaupt nichts zu tun. Da sind egal, wie gut oder schlecht das Spiel läuft, die würden sich trotzdem nur um die Skins kümmern. Das ist definitiv Fakt. Mir geht es aber eher, die können von mir aus 30 Collection-Events in der Season raushauen. Es geht eher um die Außenwirkung. Das Spiel läuft so kacke, aber es reicht, um ein Collection-Event rauszuhauen, um noch mehr Kohle zu machen. Und das ist das riesengroße Problem. Viele sagen dann immer, wenn ich sowas ausspreche, du musst es ja nicht kaufen. Natürlich muss man es nicht kaufen. Ich bin der Meinung, läuft das Spiel geil, richtig gut, dann bezahlen die Leute freiwillig, machen das Portemonnaie auf und sagen, hier, Respawn EA, ihr habt meine Kohle. Läuft das Spiel scheiße, bringen die trotzdem genauso viele Collection-Events, aber es ist eine schlechte Außenwirkung. Auch wenn die Teams, die die Skins produzieren, mit dem ganzen Spaß, der die Problematik verursacht, nichts zu tun haben. Aber ich würde lieber, und da bin ich der Meinung, es sind wahrscheinlich irgendwelche Praktikanten, im Management unterwegs, die sagen, das Spiel läuft scheiße, ist nicht stabil. Ein Collection-Event wird es lösen, na klar. Lass uns noch zwei zusätzlich pro Season raushauen. Vielleicht kommen dann die Spieler zurück. Und das ist so das Gefühl, was ich habe und wahrscheinlich viele von euch. Und wenn sich das nicht langsam ändert, ist die Außenwirkung für dieses Spiel einfach totaler Müll. Respawn müsste einfach mal sagen, wir machen jetzt mal eine ganze Season kein Collection-Event und zeigen den Spielern, wir kümmern uns um das Spiel. Das ist unser Baby, weil das ist einfach Fakt, wenn die Spieler zurückkommen, bezahlen die freiwillig. Wenn aber noch mehr abhauen, heißt das noch weniger Einnahmen. Ist doch irgendwie logisch. Aber wer das in dem Management nicht versteht, ist für mich ein Praktikant. Es tut mir leid. Und wenn sich das nicht ändert, ist das Spiel für mich verloren. Über kurz oder lang gebe ich dem Spiel vielleicht noch ein Jahr. Das wird dann mal weiter supportet. Das wird auch weiter viele Collection-Events geben. Dann sind wir nicht mehr die Community, die wir mal waren. Und das nützt dann EA nichts, das nützt Respawn nichts, das nützt meinem Kanal nichts. Wir sehen es alle an den Klickzahlen, ihr seht es an meinen Videos, an Jolas Videos, an vielen internationalen Sword and Smash und wie die ganzen Kollegen alle heißen. Vor 3 Jahren noch haben die hunderttausende Klicks auf ihre Videos gemacht, weil es ein Hype-Spiel war. Und jetzt sind die alle so bei 30, 40, 50.000 Aufrufen. Ich habe auch früher 5, 6, 7.000 pro Video gemacht, wo es richtig gehypt war. Und jetzt bin ich froh, wenn ich 1000 Klicks erreiche. Das ist bei Jolas genau das Gleiche. Der hat genau dasselbe Problem wie ich. Und das ist einfach nur verständlich, weil das Spiel den Bach runtergeht. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass genau das nicht passiert, weil Apex nach wie vor das geilste Battle Royale aller Zeiten ist. Meine Meinung. Ich habe fertig. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr über diese ganze Geschichte denkt. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich lese mir wie immer alle Kommentare vor. Ein Daumen für das Video, ein Abo, wenn ihr neu seid. Wenn ihr nicht so neu seid und noch nicht abonniert habt, tut das Gleiche. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Das war's von mir. Wir sehen uns im Stream im nächsten Video. Das war's. Ciao.